Ja, sehr geehrte Absolventinnen und Absolventen, ich begrüße Sie heute ganz herzlich zu Ihrer feierlichen Exmatrikulation, erstmalig im Audimax der Hochschule Harz. Man könnte sagen, da wo es begonnen hat, endet jetzt Ihr Studium auch wieder. Es ist eine feierliche Exmatrikulation der Superlative. Wir haben die meisten Teilnehmer an der feierlichen Exmatrikulation, die meisten Gäste natürlich dann auch. Und ich glaube, soweit ich mich erinnern kann, haben wir auch das größte Musikensemble aller feierlichen Exmatrikulationen. Also ich freue mich, dass die musikalische Begleitung, die Mitglieder, das Collegium Musicum Wernigerode e.V. unter der Leitung von Jens Klimek übernommen haben. Und der eine oder andere erkennt vielleicht Frau Elend wieder, die sie während der Studienzeit für das Englische begeistern wollte. Also vielen Dank, dass Sie da sind. Bevor es losgeht mit dem Programm, möchte ich mit der Begrüßung fortsetzen. Ich begrüße neben Ihnen und Ihren Angehörigen alle Gäste, die Sie bei diesem feierlichen Moment begleiten wollen. Insbesondere den Oberbürgermeister der Stadt Wernigerode, Herrn Peter Gaffert. Ich begrüße seinen Vorgänger im Amt und Ehrensenator der Hochschule Harz, Herrn Ludwig Hoffmann. Ich begrüße unseren diesjährigen Festredner, Herrn Honorarprofessor Dr. Rainer Gerloff. Ich glaube, ich bin jetzt zwar sehr geblendet, aber ich glaube, noch nicht begrüßen kann ich Frau Angela Gore, die Vorsitzende des Förderkreises, die vielleicht noch zu uns kommen wird. Sie oder ein Vertreter werden heute den Förderpreis des Förderkreises der Hochschule Harz übergeben. Ich begrüße den Vizepräsidenten der Ingenieurkammer Sachsen-Anhalt, Herrn Clemens Westermann. Als Vertreter der Beiräte unserer Studiengänge begrüße ich die Beiratsvorsitzenden Herrn Honorarprofessor Lutz Hagner und Herrn Dr. Volker Müller, die beiden hier vorne. Ich begrüße als Vertreterin der Ferchau Engineering GmbH, als Stifterin des Ferchau Förderpreises die Frau Stefanie Ebel und Frau Stefanie Hellbach. Ich begrüße den Vorsitzenden des Vereins Freunde des Fachbereichs AI, Herrn Professor Sigurd Günther, und den Vertreter der Firma CG Drives and Automation Germany Wernigerode GmbH als Sponsor des diesjährigen Walter Giesler Preises. Herrn Lothar Senzig, Namen vergessen. Und ich begrüße auch den Vereinsvorsitzenden des Vereins Hochschule Solar e.V., Herrn Professor Johannes Krauser, der den diesjährigen als Stifter. Ich merke schon, ich soll schneller machen. Aber meine Liste arbeite ich noch ab. Ich freue mich, die Hochschulleitung begrüßen zu können. Den Rektor, Herrn Volker Roland. Ja. Und die stellvertretende Kanzlerin, Frau Bode. Ich freue mich natürlich, dass die Kollegen und Kollegen anderer Fachbereiche teilnehmen. Ich begrüße den Dekan des Fachbereichs Verwaltungswissenschaften, Herrn Thomas Schneidewind, und den Prodekan, Herrn Christoph Groß. Aus dem Fachbereich Wirtschaftswissenschaften begrüße ich den Dekan des Fachbereichs, Herrn Rinaldo Valle-Thiele, und den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses, Herrn Martin Gründel. Und last but not least begrüße ich den stellvertretenden Leiter des Dezernats Kommunikation und Marketing, Herrn Moritz Peters. Jetzt habe ich doch noch was vergessen. Ich freue mich auch über die Unterstützung meiner Kolleginnen und Kollegen des Fachbereichs Automatisierung und Informatik, die heute sehr zahlreich hier vertreten sind, alle Studiengangskoordinatoren. Und ich freue mich auch über die Teilnahme des langjährigen Dekans, Herrn Professor Bernhard Zimmermann, der heute auch dabei ist. Ich begrüße alle Nicht-Genannten ebenso herzlich.
Im Zeitraum von November 2018 bis November 2019 schlossen insgesamt 128 Absolventinnen und Absolventen ihr Studium ab, darunter 52 Masterstudierende und 76 Bachelorstudierende. Unserer Einladung sind heute über 50% unserer Absolventinnen und Absolventen gefolgt, nämlich 68 ehemalige Studierende, was mich wirklich sehr, sehr freut. Das Programm liegt Ihnen ja vor, deshalb kann ich es in aller Kürze noch mal zusammenfassen. Nach meiner Begrüßung übergebe ich das Wort an den Rektor der Hochschule, Herrn Professor Volker Roland. Ihm schließt sich der Oberbürgermeister der Stadt Wernigerode, Herr Peter Gaffert, mit einem Grußwort an, obwohl er mich gestern gefragt hat, wir sind gar nicht mehr bei ihm zu Gast. Warum soll ich eigentlich noch grüßen? Ich denke, ihm wird was einfallen. Nach einem kurzen musikalischen Zwischenspiel freuen wir uns dann auf die Festrede von Herrn Rainer Gerloff, dem Geschäftsführer der Halberstadtwerke. Und im Abschluss darf ich auch noch ein paar Worte an Sie richten. So, dann. Ja, sehr geehrte Absolventinnen und Absolventen, Sie sind in der Tat heute die Hauptpersonen. Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin ja immer wieder beeindruckt. Andrea, ich gucke jetzt hier gerade ins Licht, wo bist du? Was ihr hier wieder für ein spektakuläres und umfangreiches Programm vorbereitet habt. Deshalb würde ich mich der Begrüßung von dir mal im pauschal anschließen, sozusagen, damit wir hier ein bisschen Zeit gewinnen an dieser Stelle. Und nur ganz kurz sozusagen an meinen Nachbarn, den Oberbürgermeister Peter Gaffert, gewendet sagen, also wir sind nicht aus dem Rathaus geflohen, ne, sozusagen, sondern wir haben uns da jedenfalls, was mich angeht, immer extrem wohlgefühlt. Gestern haben wir gemeinsam dort eine sehr schöne Veranstaltung zur Übergabe des Wernigeröder Wissenschaftspreises gehabt. Und wir kommen wieder sehr, sehr gerne zu euch ins Rathaus. Der Anlass, warum wir jetzt hier sind, ist eigentlich aber einer, über den sich ein Rektor auch nicht ärgern kann, nämlich, dass wir sehr, sehr viele Absolventinnen und Absolventen im Fachbereich Automatisierung und Informatik haben. Viele davon gekommen sind und auch noch ihre Angehörigen mitgebracht haben. Das magst du hoffentlich entschuldigen, dass wir vor diesem Hintergrund so ein bisschen einen größeren Raum gesucht haben, um es mal so auszudrücken. Ich möchte an dieser Stelle ganz kurz auf ein paar Jubiläen eingehen. Vor 50 Jahren wurden die ersten Fachhochschulen gegründet, in Westdeutschland, sagen wir mal ganz vorsichtig dazu, und zwar in Schleswig-Holstein. Das ist der Hintergrund, warum wir uns auch im Sommer alle Fachhochschulen, Hochschulen für angewandte Wissenschaften getroffen haben, in Lübeck, und dort mal den Stand der Dinge der Fachhochschulen beraten haben. Wer Lust hat, mal zu gucken, was wir uns da überlegt haben, der kann das unter dem Begriff Lübecker Manifest googeln. Lübecker Manifest, wie gesagt, weil wir uns in Lübeck getroffen haben und dort die ersten Fachhochschulen in Schleswig-Holstein gegründet wurden. In diesen 50 Jahren haben wir eine erstaunliche Entwicklung durchlaufen, was manchmal gar nicht so bekannt ist. Inzwischen sind über 40% aller Studierenden in Deutschland an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften, ich kürze das gleich mal mit HAW ab, eingeschrieben. Über 1 Million Studierende studieren also an Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Auch ein großer Teil der zukünftigen Ingenieure, Ingenieurinnen, Informatikerinnen, Informatiker studieren an HAWs. Wir haben uns auch in Lübeck geeinigt, dass wir uns jetzt alle Hochschule für angewandte Wissenschaften nennen wollen und nicht immer so schwurbelig Fachhochschulen und Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Das war in der Öffentlichkeit immer schwer kommunizierbar. Wir als Hochschule Harz firmieren ja schon als eine der ersten Einrichtungen dieser Art, und zwar seit 1998 unter dem Namen Hochschule für angewandte Wissenschaften, Hochschule Harz. Da hatten wir uns ja in diese Richtung umbenannt. Der Bologna-Prozess hat dieses Jahr auch ein kleines Jubiläum, wurde jetzt nicht von allen und ganz enthusiastisch gefeiert, aber vor 20 Jahren wurde der Bologna-Prozess angestoßen und seitdem sind die Abschlüsse Bachelor und Master mit denen der Universitäten gleichwertig. Das sollten wir uns auch noch mal kurz in Erinnerung rufen, denn es gibt nicht wenige, die sagen, dass aufgrund dieser Gleichwertigkeit der Abschlüsse zwischen Universitäten und HAWs eigentlich wir HAWs die großen Gewinner dieser Reform sind. Durch ihre Forschungsleistungen sind die Hochschulen für angewandte Wissenschaften in ihrer Region Innovationsmotoren. In unserem Bundesland wird das besonders deutlich. Alle HAWs in Sachsen-Anhalt waren beim Wettbewerb Innovative Hochschule erfolgreich,
der kleinen Schwester der Exzellenzinitiative. Man hatte ja mal gesagt, okay, diese Exzellenzinitiative ist nur für große Forschungsunis, Uni München zweimal und Heidelberg und so weiter, die da mitspielen in dieser Liga. Was machen eigentlich die kleinen Unis und die Fachhochschulen? Man hat diesen Wettbewerb Innovative Hochschule ausgelobt und wir sind dort Konsortialführer eines Konsortiums mit der Hochschule Merseburg und der Hochschule Magdeburg-Stendal. Auch die Hochschule Anhalt hat einen eigenen Antrag durchgebracht. Damit sind wir das einzige Bundesland, wo alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften dort in diesem Wettbewerb sehr, sehr umfangreich gefördert werden. Durch unsere Praxisnähe unterstützen wir den Transfer neuer Erkenntnisse und Technologien in die Unternehmen und Institutionen und leisten dabei gerade auch vom Fachbereich Automatisierung und Informatik einen wichtigen Beitrag zur Bewältigung der gesellschaftlichen Herausforderungen und der damit verbundenen Fragestellungen. Damit wird der Begriff Third Mission, dritte Mission neben Lehre und Forschung, in Deutschland sehr stark durch die Hochschulen für angewandte Wissenschaften geprägt. Third Mission ist ja auch so ein Begriff, der manchmal ein bisschen sperrig rüberkommt, bedeutet, dass die Hochschulen in die Zivilgesellschaft hineinwirken sollen. Und dazu zählen viele Dinge, bei uns aber auch Veranstaltungen wie die Kinderhochschule oder die Generationenhochschule, die ungefähr mit gleicher Besetzung, was die Zahl der Zuhörerinnen und Zuhörer angeht, hier im Audimax stattfindet, und zwar seit vielen Jahren und sehr erfolgreich. Von all diesen Aspekten haben Sie, liebe Absolventinnen und Absolventen, profitiert. Aber, und das ist das Besondere bei uns, Sie haben sie auch selbst sehr stark mitgeprägt. Das Bachelorstudium ist insbesondere durch die Praktika, am Ende bei Ihnen in der Regel, mit der Praxis verzahnt. Aber auch Masterabsolventinnen und Absolventen haben sich mit vielen praxisrelevanten Fragestellungen beschäftigt. Und ich glaube, viele haben die auch in ihren Abschlussarbeiten aufgegriffen. Und in unsere Studiengänge sind ja, und das ist Programm der Hochschule für angewandte Wissenschaften, ja auch viele kleine und große Projektarbeiten explizit mit einbezogen. Deutschland ist für seine Hidden Champions berühmt. Das sind Unternehmen, die in ihrer Branche Weltmarktführer sind, aber in der Bevölkerung, zumindest außerhalb ihrer Orte, wo sie angesiedelt sind, relativ unbekannt. Nun sind wir, die HAWs, im Allgemeinen die Hochschule Harz hier in der Region, nicht völlig unbekannt. Aber im Verhältnis zu unseren Stärken und Potenzialen werden Hochschule für angewandte Wissenschaften nach wie vor tendenziell unterschätzt. Insofern sind wir auch ein wenig Hidden Champions. Dabei ließe sich argumentieren, dass sich die Stärke von Deutschland auch auf seine Dezentralität gründet, die ihre Wurzeln ja im Föderalismus hat. Da könnte man gut an das Thema gestern Abend noch vom Harzer Wirtschaftsforum anknüpfen, wo diskutiert wurde, macht es überhaupt noch Sinn, die Provinz zu fördern oder soll alles in die Metropolen? Ich glaube, dass Länder, die in kleineren Städten halt auch Hochschulen aufgebaut haben, und da gehört nicht nur Sachsen-Anhalt dazu, sondern auch Bayern, Nordrhein-Westfalen, die Regionen damit sehr, sehr gut gestärkt haben. Und das wäre auch eine Erklärung dafür, dass andere Länder, in denen unser Hochschultyp nicht ausgeprägt ist, größere Probleme haben in der wirtschaftlichen Entwicklung und insbesondere in krisenhaften Situationen als wir. Seit längerem wurde und wird das Konzept der HAWs von vielen Staaten kopiert, inzwischen auch in großem Maßstab in und von China. Wie ich gelesen habe, stellt das Kopieren in der chinesischen Kultur ein großes Lob des Originals dar. Ein chinesischer Manager wird laut Handelsblatt mit den Worten zitiert: Wir Chinesen kopieren nur die Besten. Und von daher ist das natürlich auch ein Ritterschlag für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Auch für die Zukunft haben wir HAWs aufgrund unserer Struktur und Flexibilität die Chance, den Herausforderungen, ich nenne hier mal nur die Stichworte Digitalisierung, Globalisierung, Klimawandel, gerecht zu werden, wenn wir uns nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen und uns in den Bereichen Lehre, Forschung, Transfer und Internationalisierung weiterentwickeln. Ich war das erste Mal in meinem Leben letzte Woche Mitglied einer Delegationsreise des Landes Sachsen-Anhalt nach Vietnam. Und ein Beispiel ist wirklich, dass wir dort wirklich mit offenen Armen aufgenommen wurden und es dort in den Gesprächen sehr viele Anknüpfungspunkte für Kooperationen sowohl im Hochschulbereich als auch außerhalb des Hochschulbereichs vor dem Hintergrund Fachkräftemangel gegeben hat. Neben 50 Jahren HAWs haben wir 2019 ein weiteres sehr bedeutendes Jubiläum. In diesem November hat sich die Maueröffnung zum 30. Mal gejährt.
auch angesichts einiger unerfreulicher gesellschaftlicher und politischer Erinnerungen, Entwicklungen in den letzten Jahren, sollten wir uns immer wieder bewusst sein, welch ein Geschenk die friedliche Wiedervereinigung für unser Land und für jeden und jede Einzelne von uns ist. Bevor ich zum Ende komme, noch ein Wort zu Saskia von Bloo und Ilja Schicker. Es ist wirklich nicht so leicht, hier als Redner zu gucken, ob sie da sind, wo sie sind. Würden Sie sich mal kurz melden? Habe ich Sie richtig adressiert? Da ist Saskia von Bloo. Ilja Schicker? Da ist Ilja Schicker. Ne, genau. Saskia von Bloo hält heute auch, glaube ich, wenn ich da richtig informiert bin, noch die Ansprache für die Absolventinnen und Absolventen. Sie beide haben unter anderem als Vorsitzende unseres Studierendenrates viele Impulse für unsere Hochschule gegeben und stehen als wirklich sehr gutes Beispiel dafür, wie intensiv sich unsere Studierenden in die Hochschule einbringen. Sei es als Vertreterinnen und Vertreter der Studierenden in den Gremien, durch die zahlreichen studentischen Initiativen, sei es aber auch als sogenannte studentische Hilfskräfte, wobei ich diese Bezeichnung für das, was in vielen Ecken geleistet wird, für reichlich unpassend halte. Sie, liebe Absolventinnen und Absolventen, können stolz sein an diesem Hochschultyp, an der Hochschule Harz und am Fachbereich Automatisierung und Informatik hier in Wernigerode studiert und sich so intensiv eingebracht zu haben. In diesem Sinne gratuliere ich Ihnen zu Ihrem Abschluss und wünsche Ihnen beruflich und privat alles Gute. Vielen Dank. Also, geht allen so, ja? Schönen guten Tag, liebe Absolventinnen und Absolventen, meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Volker Rolland, sehr geehrte Frau Professor Heilemann. Ich danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie mich, es ist ja schon angeklungen, trotzdem eingeladen haben, obwohl Sie nicht im Rathaus sind. Aber da teile ich natürlich die Einschätzung des Rektors. Es ist natürlich ein guter Anlass oder ein guter Grund vielmehr, diesen traditionellen Ort mit dem modernen zu tauschen. Wenn Sie so viele Absolventinnen und Absolventen vorweisen können wie in diesem Jahr und die Gäste dazu ist der Rathaussaal dann zu klein. Aber ein paar Nachteile birgt es doch in sich, weil wenn Sie diese wunderschöne Feststunde überstanden haben, die ja etwas Besonderes in Ihrem Leben ist, haben Sie natürlich einen sehr weiten Weg zum Weihnachtsmarkt, den ich nachher 17 Uhr eröffnen darf. Und auf dem Weg dorthin, das wissen Sie auch, da lauert die ein oder andere Hürde. Entweder der Blitzer vor dem Kindergarten oder die Western-Tor-Kreuzung mit der dortigen Schranke. Also das ist der Nachteil, wenn so viele Absolventen sind, aber natürlich wollen wir das positiv sehen. Ja, herzlichen Dank. Und es ist für mich natürlich auch immer schön, ich werde seit vielen Jahren von dem Fachbereich eingeladen, zur Exmatrikulation ein paar Worte zu sagen. Und ebenso werde ich immer eingeladen, und da wird sich vielleicht der eine oder die andere noch dran erinnern, auch wenn Sie das erste Mal quasi an der Hochschule sind, nämlich zur Erstsemesterbegrüßung. Und deshalb schließt sich auch für mich dann so ein bisschen der Kreis. Und es freut mich, dass ich Ihnen sowohl guten Tag als auch auf Wiedersehen sagen kann. Und da liegen zwar ein paar Jahre dazwischen, bei dem einen sicherlich etwas mehr, bei dem anderen etwas weniger. Ich denke aber, dass Sie alle so fleißig, wie Sie sind und so, was Sie für tolle Ergebnisse erzielt haben, dass Sie das alle in einer sensationell kurzen Zeit geschafft haben. Sie haben es wirklich geschafft und Sie kommen in eine nach wie vor natürlich jetzt spannende Zeit hinein und im Vergleich zu vor 10 oder 15 Jahren, als die Chancen für Absolventinnen und Absolventen von Hochschulen oder Universitäten eher dann in die Generation Praktikum wechselten, haben Sie heute im Prinzip mehr oder weniger sicherlich schon den Arbeitsvertrag in der Tasche oder für den weiteren Lebensweg alles vorgezeichnet. Das ist sicherlich auch ein Privileg für Ihre Generation, dass sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten hier in Deutschland doch vieles, insbesondere mit Blick auf den Arbeitsmarkt, zum Positiven verändert hat. Und dazu kann ich Ihnen nur jetzt schon gratulieren. Und ich glaube, es war für Sie sicherlich teilweise ein schwieriger Weg. Das kann man sich zumindest teilweise noch an die eigene Studienzeit erinnern. Aber wenn Sie irgendwann mal ein bisschen älter sind, das bleibt auch Ihnen nicht erspart,
dann werden Sie sicherlich, und das hoffe ich auch, gern an die Zeit hier in Wernigerode an Ihrer Hochschule zurückdenken. Ich möchte kurz an das anknüpfen, was Volker Roland gesagt hat, nämlich was Hochschulen bedeuten. Und da kann ich das gar nicht oft genug wiederholen, was es bedeutet für eine kleine Stadt mit etwas über 30.000 Einwohnern, eine Hochschule am Standort zu haben. Denn eine Hochschule ist nicht nur ein Ort der Bildung, des Studiums, sondern sie ist natürlich für eine Stadt wie Wernigerode und für die hiesige Region nicht zuletzt auch ein nicht zu unterschätzender Wirtschaftsfaktor. Das beginnt damit natürlich, dass die Professorinnen und Professoren ordentlich Geld verdienen und einige wohnen ja auch hier und damit ein bisschen von der Einkommensteuer bei uns bleibt. Das setzt sich dann aber auch darin fort, dass Sie, die Studierenden in der Studienzeit, und das kenne ich von meinen Kindern, am Ende auch sehr gern das Geld ihrer Eltern ausgeben oder ausgegeben haben in den letzten Jahren für all die Dinge, die das Leben auch schön machen und die dazugehören. Und insofern ist das ein Teil, der nicht zuletzt dazu beiträgt, dass auch die wirtschaftliche Entwicklung einer solchen Stadt dadurch geprägt wird. Der zweite oder viel wichtigere Teil ist natürlich, dass wir zum einen hier ein sehr hohes intellektuelles Potenzial haben, hier in Hasserode, und gerade dieser Ortsteil kann das ab und an gebrauchen. Aber dass natürlich viele von den jungen Menschen dann, wenn sie sich an ihre gute Studienzeit erinnert haben, dass sie dann vielleicht auch wieder, wenn sie die Welt gesehen haben, vielleicht auch wieder zurückkehren. Oder der eine oder die andere hat vielleicht schon die Entscheidung jetzt getroffen, hier zu bleiben. Und das tut uns nur gut, das wissen Sie, das sage ich auch immer bei den Begrüßungen der Erstsemester. Wir brauchen natürlich dringend junge und gut ausgebildete Menschen. Und deshalb denke ich, ist das eine Win-Win-Situation, eine solche Hochschule. Sie waren an einem wunderschönen Ort, in einer schönen Kleinstadt, sicherlich etwas provinziell für den einen oder anderen, aber nichtdestotrotz nicht weniger liebenswert als manch andere Universitäts- oder Hochschulstadt. Ich möchte mich bei Ihnen sehr herzlich bedanken, dass Sie hier in Wernigerode gewesen sind. Ich hoffe und wünsche, dass Sie, wenn Sie in die Welt gehen, die gute Zeit hier nicht vergessen. Und es ist ja auch inzwischen traditionell gewachsen, dass sich die Ehemaligen hier alljährlich wieder treffen bei dem wunderschönen Campusfest. Und der Zuspruch in den letzten Jahren hat ja gezeigt, dass die Erinnerung offensichtlich an die Studienzeit hier eine sehr, sehr gute war. Abschließend sei mir noch gestattet, auch noch mal den einen Punkt mit aufzugreifen, nämlich 30 Jahre Mauerfall. Sie alle, zumindest die heutigen Absolventinnen und Absolventen, sind, wenn sie nicht außergewöhnlich lange studiert haben, alle nach diesem legendären 9. November 1989 geboren worden. Und sodass für Sie diese Diskussion Ost-West wahrscheinlich auch eher eine abstrakte und vielleicht auch eine Diskussion ist, die man gar nicht mehr führen sollte. Und die Entwicklungen der letzten Wochen, Monate oder teilweise auch Jahre zeigt natürlich, dass es noch nicht immer ganz so ist, wie wir das alle gemeinsam gern hätten. Und daher ist es natürlich für uns auf der einen Seite ein Glücksfall gewesen, dass diese Mauer gefallen ist und dass mit diesem Mauerfall diese Hochschule sich ja etabliert hat. Und soweit ich informiert bin, lieber Volker Roland, sind ja bei euch an der Hochschule über 50% der Studierenden gar nicht oder so um die 50% nicht hier aus Sachsen-Anhalt und aus den ostdeutschen Ländern, sondern sie haben den Schritt gewagt aus dem guten Westen in den manchmal etwas wilden Osten. Und deshalb ist das sicherlich auch ein Stück weit, ich sage das einfach mal, ein Stück weit Völkerverständigung innerhalb von Deutschland. Und dann wünsche ich denen, die uns wirklich verlassen wollen, sie werden es bereuen, alles Gute dort, wo sie hingehen. Und kann nur noch einmal sagen, ich möchte mich bei Ihnen bedanken, dass Sie hier waren und natürlich am Ende auch der Hochschule Hoher Harz weiterhin alles, alles Gute wünschen. Bleibt so erfolgreich, wie ihr seid, und dass sich Ihr Fachbereich so gut entwickelt hat, liebe Frau Professor Heilmann, das freut mich außerordentlich. Und wenn Sie mich in ein paar Jahren fragen sollten, ob ich wieder mal die Festrede halte, dann zögere ich. Weil ich habe gerade mit dem heutigen Festredner gesprochen, die Vorbereitungszeit ist schon immer enorm, wenn man es gut machen will. Aber ich wünsche Ihnen alles Gute, freue mich auf noch eine gemeinsame Zeit
in der nächsten guten Stunde, weil dann muss ich mich leider verabschieden, muss ich mich mit einem anderen Thema beschäftigen, Weihnachtsmarkt und Weihnachtsbaum. Herzlichen Dank, alles Gute, kommen Sie gut durchs Leben und behalten Sie Wernigerode die gute Erinnerung. Dankeschön. Change.
Meine Damen und Herren, was Sie gerade gehört haben, war der Soundtrack von zwei Revolutionen. Sehr geehrter Rektor Professor Roland, sehr geehrte Frau Dekanin Frau Professor Heimann, sehr geehrte Vorsitzende der Beiräte Professor Dr. Hagner, Dr. Müller, sehr geehrter Oberbürgermeister Peter Gaffert, das ist der Mann, der die Latte bei den Reden immer so hochlegt. Sehr geehrter Ehrensenator Ludwig Hoffmann, liebe Absolventen, Angehörige, Freunde, werte Festgesellschaft. Das ist meine erste protokollarische Begrüßung. Und ich habe mich ehrlich gesagt ziemlich schwer damit getan. Denn heute geht es gar nicht um die Honoration der Hochschule. Heute geht es um Sie. Liebe Absolventen, dies ist Ihr Tag und Sie haben ihn sich verdient. Und da ist es vielleicht dann auch gar nicht so schlecht, dass Sie bei meiner Begrüßung in der Mitte zwischen der Hochschule und Ihren Freunden und Ihrer Familie stehen, sozusagen im Mittelpunkt, kein schlechter Platz, wie ich meine. Ich will Ihnen in meiner Festrede, das sollte der Soundtrack zeigen, kurz von zwei Revolutionen erzählen. Und ich beginne mal vor 31 Jahren, im Sommer 1988. Da saß ich, genau wie Sie heute hier, in einem Festsaal allerdings, in Halle, und hörte mehr oder doch eher weniger dem Festredner zu meiner Exmatrikulation zu. Ich war nicht so konzentriert, weil am Abend sollte das Ex-Spektakel stattfinden, unsere eigentliche Feier. Und ich war mit der Moderation beauftragt und mir ging eigentlich diese Moderation mehr durch den Kopf als die Rede des Festredners. Ich weiß aber noch, wer es war, der da gesprochen hat. Festredner war der damalige Rektor. Und ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat, aber ich gehe fest davon aus, er hat vom Sieg des Sozialismus und von der Verantwortung der jungen Generation für die Gestaltung der sozialistischen Gesellschaft gesprochen. Und das weiß ich daher, weil er immer davon gesprochen hat und von nichts anderem. Das war im Sommer 1988. Wie Sie wissen, ein Jahr später war es mit dieser sozialistischen Gesellschaft gründlich vorbei. Aber die Herausforderung an die Gestaltung einer Gesellschaft, die war nicht vorbei. Freiheitswillen, Eigenverantwortung, Bürgersinn, Demokratiebewusstsein erlebten eine Blüte und zerschlugen eine Diktatur. Und gleichzeitig gingen von dieser so friedlichen Revolution aber Lebensmodelle, materielle Sicherheiten, soziale Beziehungen massiv in die Brüche. Ja, Revolutionen haben etwas zutiefst Disruptives. Was ihnen in einer solchen Zeit der Unsicherheit bleibt, das sind Sie selbst, Sie. Sie mit Ihren Fähigkeiten, mit Ihren Kompetenzen, mit dem Charakter, der Sie auszeichnet und der Sie unverwechselbar macht. Ich prognostiziere Ihnen, Sie wissen heute nicht, was von dem Wissen, von den Fähigkeiten, die Sie hier an dieser Hochschule erworben haben, Ihnen im späteren Leben wirklich von unschätzbarem Wert sein wird. Sie können gewiss sein, es ist nicht alles von dem, was Sie für Prüfungen temporär gespeichert und dann abgerufen haben. Es ist viel mehr. Glauben Sie mir,
Als ich bei meiner Zeugnisausgabe dem Festredner eben nicht zugehört habe, da habe ich nicht im Traum daran gedacht, dass ich heute vor Ihnen stehe und eine Festrede halten darf. Und das ganze 3 Wochen, nachdem ich mit meinen Freunden auf dem Brocken gewandert sein werde und der Grenzöffnung gedacht haben werde. Meine Freunde, allesamt Kommilitonen aus meiner Studienzeit. Ihre Kommilitonen haben, wie die Professoren dieser Hochschule, wie ihre Lehrkräfte, wie diese Hochschule selbst, großen Anteil an dem, wer sie sind und wie sie sind. Genau wie ihre Freunde, ihre Familie und ihre Eltern, die mit Sicherheit heute ziemlich stolz auf sie sind. Der Soundtrack zu Beginn zeigte 2 Revolutionen. Von einer habe ich Ihnen gerade erzählt, die ist abgeschlossen. Wir sind froh, dass sie abgeschlossen ist. Und selbstverständlich ist, so wie Peter Gaffert sagte, dass Ost und West in vielen Fragen in ihrer Generation keine Rolle spielen. Die zweite Revolution begann für die deutschen Privatkunden fast genau zur selben Zeit. Ende der 80er, Anfang der 90er des letzten Jahrhunderts kam massenhaft die Digitalisierung in die Welt in Form von Modems. Was Sie gehört haben, war ein 14,4 Kilobit Modem an einer Telefonleitung. Wir bekamen zu Hause kurz nach der Wende ein Festnetztelefon und das zur privaten Nutzung. Die private Nutzung war allerdings etwas eingeschränkt, weil beide Ehepartner das neue World Wide Web für sich entdeckt hatten. Und jedes Mal, wenn eines der Familienmitglieder in diesem neuen Internet war, konnte der Rest der Familie nicht mehr telefonieren. Übrigens, der Download eines heutigen Kinofilms mit 8 GB Datenvolumen hätte damals 7 Wochen und 3 Tage gedauert. So lange hätte die Telefonleitung gar nicht durchgehalten. Diese Piep-Piep-Technologie aus Nullen und Einsen über ein Netz übertragen, hat unser Leben ähnlich massiv verändert wie die politische Revolution 1989. In beiden Fällen kann man sich heute gar nicht mehr erinnern, wie es denn eigentlich vorher wirklich war. Der gravierende Unterschied: die zweite Revolution hält an. Diese Revolution passiert in einem atemberaubenden Tempo und der technologische Wandel bestimmt und beeinflusst unser Leben in einem Maße, dass wir Gefahr geraten, mit der gesellschaftlichen Entwicklung gar nicht mehr Schritt halten zu können. Wir machen ein Gedankenexperiment. Wir versetzen uns 13 Jahre zurück, November 2006. Da sind Sie alle zur Schule gegangen. Und da sagt Ihnen einer: Du bekommst eine Tafel Schokolade, eine kleine Tafel Schokolade. Die ist gar nicht aus Schokolade und die kann man auch nicht essen. Aber du kannst damit telefonieren. Und zwar überall. Naja, in Sachsen-Anhalt vielleicht nicht ganz überall, aber. Und die Tafel hat vielleicht 2, 3 Tasten. Und du wirst damit Briefe schreiben, so kleine Briefchen. Und du wirst noch mehr Briefchen bekommen. Mehr als du überhaupt lesen willst. Und diese kleine Tafel Schokolade, die macht auch ganz tolle Fotos. Und die sagt dir, wo du langfahren sollst. Und die sagt dir, wie morgen das Wetter wird. Übrigens für jeden beliebigen Punkt auf der Welt. Und die spielt auch deine Lieblingsmusik. Und wenn du irgendeine Frage hast, dann frag diese Tafel. Du bekommst garantiert eine Antwort.
Wahrscheinlich bekommst du mehrere tausend Antworten und du musst dir dann die richtige raussuchen. Aber sie hätten den Mann zum Arzt geschickt. Vor 13 Jahren. Und jetzt machen wir ein zweites Experiment. Wir gucken mal 13 Jahre nach vorne. Sie fahren an diesem Morgen Ihre Kinder in die Schule. Heute ist nämlich Präsenzphase und kein Online-Unterricht. Ihr E-Mobil ist vollgetankt und wie immer machen die Kinder auf dem Rücksitz Stress, weil sie nicht ins nächste Level dieses Handyspiels kommen, das ihr Kommilitone entwickelt hat. Und gerade als sie abgelenkt sind, tritt dieser Idiot vor ihnen bei gelber Ampel auf die Bremse. Es ist zu spät, es kracht und knirscht und der Blechschaden ist nicht mehr zu vermeiden. Und ihre Versicherung wird sie fragen, sind Sie etwa selbst gefahren? Das Abschalten des Autopiloten und das Selberfahren ist in Ihrer Versicherungspolice gar nicht vereinbart. Was will ich damit sagen? Die schnellen Meilensteine World Wide Web, E-Mail, Handy, Social Media werden gerade jetzt mit Sensorik, Internet of Things, Machine Learning, sprich KI, auf ein ganz neues Level gehoben. Herzlichen Glückwunsch. Sie sind mit dem heutigen Tag zertifizierte Spezialisten in dieser neuen Zeit. Mit besonderen Kompetenzfeldern, je nachdem, was Sie studiert haben, wissenschaftlich, technologisch, wirtschaftlich, auch persönlich. Sie sind heute bereits Teil eines rasanten Tanzes auf des Messers Schneide. Die zu beantwortenden Fragen sind zunehmend komplexer, abstrakter, globaler. Antworten werden gebraucht, Sie werden gebraucht. Und berufen Sie sich auf sich selbst, wie ich vorhin gesagt habe. Nehmen Sie nicht nur das Handy, nehmen Sie Ihr Glück in die Hand. Kernkompetenzen dafür haben Sie. Die Kernkompetenz schlechthin ist Lernen. Sie werden Ihr ganzes, mindestens berufliches Leben lang lernen. Es gibt etwas, das ist krasser als googeln: Denken. Und es gibt etwas, das ist krasser als wollen: Tun. Wenn Sie nachher durch diese Tür gehen, schließen Sie zumindest einen Lebensabschnitt ab. Für viele im Nachbetrachten den schönsten. Vergessen Sie diese Hochschule nicht. Pflegen Sie den Kontakt zu Ihren Studienfreunden. Es ist völlig egal, wie viele Freunde Sie auf Facebook haben. Richtige Freunde sind Lebensqualität. Gerade wenn es mal nicht so optimal läuft. Feiern Sie diesen Tag, feiern Sie Ihren Abschluss. Ich wünsche Ihnen von Herzen alles Gute für Ihre persönliche und private Zukunft. Vergessen Sie diese Hochschule nicht. Vielen Dank.
Ja. Sehen kann ich Sie nicht, aber ich hoffe, Sie können mich hören. Bevor ich zu meiner wie im Programm ausgewiesenen Ansprache komme, möchte ich mich nochmal herzlich beim Collegium Musicum bedanken für diese musikalische Umrahmung. Liebe Studierende, in Kürze liebe Absolventinnen und Absolventen, es ist mir jedes Jahr eine besondere Freude und natürlich auch Verantwortung, dass ich Ihnen heute in meiner Funktion als Dekanin des Fachbereichs einige Worte mit auf den Weg geben darf. Manches wurde schon gesagt, aber ich hoffe, Sie können meinen Ausführungen dann auch noch folgen. Ich freue mich, dass Sie erfolgreich das Studium an der Hochschule Harz am Fachbereich Automatisierung und Informatik absolviert haben. Und ich bin mir, wie die Vorredner schon gesagt haben, absolut sicher, dass sich Ihnen damit vielfältige berufliche Möglichkeiten bieten, die sich eben aus diesem großen Themenfeld der Digitalisierung ergeben. Und dieses Technologiefeld durchdringt alle gesellschaftlichen Bereiche. Ich möchte meine Worte in diesem Jahr unter ein Zitat stellen, welches Nelson Mandela zugeschrieben wird. It always seems impossible until it's done. Es scheint immer unmöglich, bis man es umgesetzt hat. Vielleicht haben Sie sich während der Begrüßung als Erstsemesterstudierender gefragt, ob Sie alle Herausforderungen des Studiums meistern werden. Und nun ist es geschafft. Sie haben oder werden das Bachelor- oder Masterzeugnis erhalten. Sie haben in Laboren getüftelt, Testate absolviert, Klausuren ein- oder auch manche mehrfach geschrieben, Vorträge, vielleicht ebenso aufgeregt wie ich, präsentiert und eigene Projekte, viele davon mit Nutzen für die Region umgesetzt und letztendlich das Studium mit einer Abschlussarbeit gekrönt. Nun beginnt der berufliche Alltag und wieder stehen Sie vielleicht vor der Frage, werde ich es schaffen? Werden mein Wissen und meine Fähigkeiten ausreichen? Was Ihnen dabei helfen wird, und da stimme ich mit Herrn Gerloff überein, ist die Fähigkeit und die Begeisterung zu lernen, lebenslang zu lernen. Ich hoffe sehr, dass das Studium Sie vor allem neugierig gemacht hat. Halten Sie es mit dem lebenslangen Lernen wie Albert Einstein, der einmal sagte, ich habe keine besondere Begabung, sondern bin nur leidenschaftlich neugierig. Viele Technologien, die heute unseren Alltag bestimmen, waren vor einigen Jahren noch unvorstellbar. Herr Gerloff hat das ja sehr eindrucksvoll demonstriert. Auch ich kann mich noch an meine Tätigkeit im Ingenieurbüro mit Modem erinnern. Es war kein Spaß. Weitere Entwicklungen, die bislang noch als unmöglich galten, stehen gerade am Beginn. Maschinen, die dank künstlicher Intelligenz schlauer als Menschen werden, autonomes Fahren und Fliegen, auch ohne Führerschein, der Mensch als Cyborg mit Implantaten zur Verbesserung seiner Eigenschaften. Nicht immer ist das nun Mögliche auch das Beste für die Gesellschaft. Hinterfragen Sie Konzepte und Technologien kritisch. Sehen Sie Wechselwirkungen und Zusammenhänge. Fordern Sie, wie die Schüler bei Fridays for Future, mehr als das offensichtlich Mögliche. Dann wird das Unmögliche zum Wohle der Gesellschaft möglich. Ich bin mir sicher, dass wir Ihnen Begeisterungsfähigkeit und kritisches Denken mitgegeben haben, um sich mit Neuem auseinanderzusetzen und die Zukunft mitzugestalten. It always seems impossible until it's done. Wird noch Zeit bleiben für Hobbys, Familie, Freunde, für meinen Verein? Auch diese Fragen werden Sie vielleicht beschäftigen. Ich möchte Sie ausdrücklich dazu ermutigen, Ihr Umfeld aktiv mitzugestalten. Dies erfordert, wie Sie sicher während des Studiums erfahren haben, einige Anstrengungen, bringt aber, wenn es getan ist, stets auch neue Erfahrungen, Freude und Freunde. Die Mitgestaltung sollte auf alle Fälle nicht als etwas Unmögliches betrachtet werden.
Viele von Ihnen haben es geschafft, sich bereits während des Studiums, Sie denken darüber, dass Sie da knapp bemessene Zeit hatten, als im Arbeitsleben werden Sie rückblickend denken, es gibt nie viel so eine Zeit, wo Sie so viel freie Zeit hatten. Viele von Ihnen haben es geschafft, sich in Initiativen zu engagieren, ohne die das von Ihnen so geschätzte Hochschulleben nicht möglich gewesen wäre. Die Initiativen haben den Hochschulalltag geprägt, dafür an dieser Stelle meinen herzlichen Dank. Sie haben das Unmögliche möglich gemacht. Einen kleinen Ort wie Wernigerode, nunmehr mittlerweile sogar ohne Studentenkneipe wie das Blue, eine kleine Hochschule wie die Hochschule Harz mit einem vielfältigen Studenten- und Partyleben zu erfüllen. Das weiß jeder meiner Kollegen, der donnerstags früh unterrichten durfte. Und ich glaube, es gibt eine Unmöglichkeit, die vielleicht bald möglich wird. Es wird vielleicht einen Studentenclub auf dem Campus geben. Also Sie können gerne wiederkommen. Das ist jetzt geheimnisvoll. Ich bedanke mich auch bei allen Studierenden, die aktiv in den Gremien der Hochschule mitgearbeitet haben. Es wurde ja schon erwähnt, der Stura. Ich meine, alle Gremien vom Fachbereichsrat bis zum Senat, von der sogenannten Lust bis zur Bibliothekskommission. In all diesen Gremien konnten Sie intensive Diskussionen auf Augenhöhe erleben. Mitgestaltung war zwar manchmal etwas aufwendig, jedoch hoffentlich auch immer lohnend für Sie. Ich wünsche mir sehr, dass diese aktive Teilnahme auch in Zukunft ein wichtiger Teil Ihres Lebens sein wird. Dass Sie sich einbringen, voneinander lernen und gemeinsam mit den unterschiedlichsten Akteuren nach den besten Lösungen für den Verein, Ihren Ort, die Schule oder den Kindergarten suchen, also in Ihrem Umfeld Dinge möglich machen. It always seems impossible until it's done. Das für mich Unmögliche, was möglich geworden war oder möglich geworden ist, war der Fall der Mauer. Das wurde heute schon mehrfach erwähnt und ich habe festgestellt, dass ich nahezu so alt bin wie Herr Dr. Gerloff. Ich schrieb nämlich zu dieser Zeit an einem Forschungsinstitut in Leipzig an meiner Diplomarbeit, habe die Leipziger Montagsdemonstration hautnah mit Gänsehaut und auch mit etwas Angst erlebt. Eine Mauer zu beseitigen scheint im Rückblick leicht, wenn man nun das Entstehen neuer Mauern beobachtet. Der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sagte in seiner Rede zum 30. Jahrestag des Mauerfalls, aber quer durch unser Land sind neue Mauern entstanden. Mauern aus Frust, Mauern aus Wut und Hass, Mauern aus Sprachlosigkeit und der Entfremdung. Mauern, die unsichtbar sind, aber trotzdem spalten. Mauern, die unserem Zusammenhalt im Wege stehen. Jeder und jede, die heute hier steht, jeder und jeder in unserem Land, kann etwas dafür tun. Also tun wir was und streiten für diese Demokratie. Ich hoffe, dass Sie alle Möglichkeiten nutzen, für die Demokratie zu streiten und das Unmögliche, was schon möglich wurde, nämlich der Fall der Mauer und eine gemeinsame demokratische Entwicklung zu erhalten. Nutzen Sie die Fähigkeiten des kritischen Denkens, welche Sie während Ihres Studiums erlangt haben, und setzen Sie sich mit vereinfachender, reißerischer und auch falschen Informationen auseinander. Es gibt meiner Meinung nach keine einfachen Lösungen, kein Schwarz und Weiß, sondern meist eine Vielzahl von Alternativen, welche abgewogen werden müssen. Tun Sie dies gemeinsam mit Ihren Kolleginnen und Kollegen, Freunden und mit Ihrer Familie. Dann bleibt das Möglich Gewordene erhalten und das Unmögliche kann möglich werden. Ich wünsche Ihnen nun auch im Namen aller Kolleginnen und Kollegen von ganzem Herzen alles Gute für Ihre persönliche und berufliche Entwicklung und hoffe, dass wir noch über viele Jahre in Kontakt bleiben werden. Sei es im Rahmen unserer Weiterbildungsangebote, die Bachelor können gerne auch Master bei uns studieren, in den Alumni-Vereinen,
zum Beispiel im Verein der Freunde des Fachbereichs Automatisierung und Informatik oder als Unterstützer oder Unterstützerinnen der zukünftigen Studierenden durch Exkursionen, Vorträge, gemeinsame Projekte. Es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ich freue mich bereits heute auf ein Wiedersehen mit Ihnen beim Campus Fieber und jetzt gleich die Handys raus, welches im kommenden Jahr am 13.06.2020 stattfindet. Und ich hoffe, dass wir uns dann alle wiedersehen. Wir kommen nun zur feierlichen Graduierung, also der Übergabe unserer Mappen, welche vom Rektor Professor Volker Roland, Frau Kerstin Schneider als Vorsitzende des Prüfungsausschusses und Professor Sigurd Günther als Vorsitzende der Freunde des Fachbereichs Automatisierung und Informatik vorgenommen wird. Im Nachgang freue ich mich, dass wir eine ganze Reihe von Preisen vergeben können, die davon zeugen, dass wir auch sehr qualitativ hochwertige Abschlussarbeiten oder Studienleistungen vorliegen haben. Dann würde ich die Genannten nach vorne bitten. Willst du hier? Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie auch recht herzlich. Ganz besonders möchte ich aber begrüßen unsere Hauptpersonen des heutigen Tages, unsere Absolventen und Absolventinnen. Und ich freue mich sehr, dass wir jetzt Ihre Graduierung, Ihre feierliche Graduierung durchführen werden. Gerade in den Zeiten des lebenslangen Lernens ist es sehr, sehr bedeutsam, erfolgreiche Ziele deutlich zu würdigen. Und das werden wir jetzt tun. Ich werde Sie jetzt in Gruppen, einzeln, nach vorne rufen und Sie bitten, sich in der Reihenfolge zu platzieren und so lange bei uns hier vorne zu bleiben, bis wir das auch auf einem Foto dann dokumentiert haben. Wir beginnen mit dem Studiengang, mit dem Masterstudiengang Technisches Innovationsmanagement. Und wir verleihen hier den akademischen Grad Master of Engineering. Und dementsprechend rufe ich nach vorne Herr Master of Engineering Niklas Kohr. Frau Master of Engineering Sarah Frank. Herr Master of Engineering Kilian Gröne. Frau Master of Engineering Merle Heidel. Herr Master of Engineering Thomas Kassebaum. Herr Master of Engineering Niklas Kiefer. Und schließlich Herr Master of Engineering Robin Krause. Thank you.
geht weiter mit dem gleichen Studiengang, immer noch der Masterstudiengang Technisches Innovationsmanagement. Ich bitte nach vorne Frau Master of Engineering Sandra Litz. Herr Master of Engineering Oliver Otto. Herr Master of Engineering Yannick Ricke. Herr Master of Engineering Ilja Schicker. Herr Master of Engineering Christopher Schulze. Herr Master of Engineering Kai Steckhahn. Und schließlich Herr Master of Engineering Matthias Wolf. Es geht weiter mit einem anderen Masterstudiengang. Das ist der Masterstudiengang Medien- und Spielekonzeption. Und hier verleihen wir den akademischen Grad Master of Arts. Und ich bitte nach vorne Frau Master of Arts Jenny Albrecht. Herr Master of Arts Lauritz Brinkmann. Frau Master of Arts Johanna Daher. Herr Master of Arts Daniel Halank. Frau Master of Arts Linda Hube. Herr Master of Arts Niklas Kurana. Und Herr Master of Arts Satchat Krüger. Es geht weiter mit dem Masterstudiengang Medien- und Spielekonzeption.
Bitte nach vorne, Frau Master of Arts Maria Mendert. Frau Master of Arts Annette Öfner. Frau Master of Arts Marieke Bollnick. Frau Master of Arts Melanie Ramsch. Frau Master of Arts Leonie Schulte. Herr Master of Arts Mirko Skrotsch. Und Frau Master of Arts Jessica Jabo. Es geht weiter mit einem Bachelor-Studiengang, und zwar Wirtschaftsinformatik. Hier verleihen wir den akademischen Grad Bachelor of Science. Und ich bitte nach vorne Herrn Bachelor of Science Philipp André Hauser. Herrn Bachelor of Science Kilian Frederik Pieper Emden. Frau Bachelor of Science, Shineka Saveswaran. Und wir ändern jetzt den Studiengang. Es geht weiter mit dem Bachelor-Studiengang Medieninformatik. Hier verleihen wir auch den akademischen Grad Bachelor of Science. Und deswegen, ich bitte nach vorne, Herrn Bachelor of Science Benjamin Adelsberger. Frau Bachelor of Science Jessica Bohnes. Frau Bachelor of Science Johanna Haupt. Frau Bachelor of Science Julia Hartkopf. Frau Bachelor of Science Annika Heimann. Frau Bachelor of Science Mona Holtmann. Und schließlich Frau Bachelor of Science Samira Jacobs.
Wir bleiben bei dem Bachelorstudiengang Medieninformatik. Und ich bitte nach vorne Frau Janis Klinke. Herr Janis Klinke, sorry. Sorry. Nein. Sorry. Ich bitte nach vorne Herrn Alexander Krink. Frau Bachelor of Science Wiebke Langebeck. Frau Bachelor of Science Julia Logis. Herr Bachelor of Science Richard May. Herr Bachelor of Science Ivo Max Müllner. Herr Bachelor of Science Erik Schwenke. Herr Bachelor of Science Aykut Sevim. Herr Bachelor of Science Vadan Sharma. Und schließlich Frau Bachelor of Science Eva-Maria Stepinski. Wir wechseln den Studiengang. Es geht jetzt um den Bachelorstudiengang Informatik. Hier verleihen wir den akademischen Grad Bachelor of Science. Und heute konnte nur der sozusagen kürzlichste Absolvent anwesend sein. Die anderen sind sehr beschäftigt. Liegt wahrscheinlich daran, dass die Informatik momentan auch sehr viel Arbeit produziert. Und ich rufe nach vorne Herrn Bachelor of Science Clemens Nebelung. Wir haben aber einen zweiten Informatikstudiengang. Es ist ein Bachelorstudiengang Informatik E-Administration. Dieser Studiengang wird studiert von Mitarbeitern des öffentlichen Dienstes. Und wir verleihen hier den akademischen Grad Bachelor of Science. Ich bitte nach vorne Herrn Bachelor of Science Markus Heinzel. Herrn Bachelor of Science, Ronny Hoffmann. Und Herrn Bachelor of Science, Thomas Württemberger.
folgt der Bachelorstudiengang Smart Automation. Was? Wir verleihen den akademischen Grad Bachelor of Engineering. Und ich bitte nach vorne Herrn Bachelor of Engineering Tobias Niemand. Wir wechseln den Studiengang. Es folgt der Studiengang Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen. Auch hier verleihen wir den akademischen Grad Bachelor of Engineering. Und ich bitte nach vorne Herrn Bachelor of Engineering Steffen Behnke. Herrn Bachelor of Engineering Laurenz Bauch. Herrn Bachelor of Engineering Nico Martin Fischer. Herrn Bachelor of Engineering Florian Hellmund. Herrn Bachelor of Engineering Tim Herrmann. Herrn Bachelor of Engineering Jan Heyer. Und schließlich Herrn Bachelor of Engineering Maximilian Hofmeister. Hofmeister. So, es geht weiter mit dem Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen. Ich bitte nach vorne Herrn Bachelor of Engineering Sven Jiran. Herrn Bachelor of Engineering Dennis Kager. Herrn Bachelor of Engineering Jessica Ludwig. Habe ich? Herrn Bachelor of Engineering Hendrik Möllering. Herrn Bachelor of Engineering Maximilian Stickel. Herrn Bachelor of Engineering Robert Stoczek. Und schließlich Frau Bachelor of Engineering Saskia von Ploh. Thank you.
jetzt kommt der nächste Programmpunkt. Der ist sehr, sehr erfreulich. Es gibt nämlich auch auszeichnungswürdige Abschlussarbeiten. Und dementsprechend startet nun die Preisverleihung. Ja, als erstes möchte ich Frau Gohr, die jetzt doch zu uns gekommen ist, die ich auch sehr herzlich begrüße, als Vorsitzende des Förderkreises der Hochschule Harz bitten, den diesjährigen Förderpreis des Förderkreises zu verleihen. Liebe Absolventinnen und Absolventen, verehrte Festgesellschaft, im Namen des Förderkreises der Hochschule Harz darf ich nach der eben abgeschlossenen feierlichen Übergabe der Abschlussurkunden die Preisverleihung für eine herausragende Abschlussarbeit vornehmen. Traditionell wird dieser Preis jährlich in allen drei Fachbereichen übergeben, heute also im Fachbereich AI oder Automatisierung und Informatik. Mit dem Förderpreis verbunden ist neben einer Urkunde auch ein Preisgeld. Die Entscheidung über den oder die Preisträger fällt der Vorstand des Förderkreises, dem eine Auswahlkommission des jeweiligen Fachbereichs Vorschläge unterbreitet. In diesem Jahr lag eine Vielzahl von Abschlussarbeiten, insgesamt 13, zur Begutachtung vor, von denen 6 in die engere Wahl kamen. Davon 3 Masterarbeiten und 3 Bachelorarbeiten. Nach sehr intensiver Diskussion entschied sich der Vorstand in seiner Sitzung am 12. November dafür, den Preis zu teilen und je eine Bachelor- und eine Masterarbeit auszuzeichnen, die beide mit 1,0 bewertet worden sind. Die auszeichnungswürdige Bachelorarbeit wurde im Studiengang Smart Automation angefertigt und trägt den Titel Entwurf und Implementierung einer Winkelgleichlauf-Applikation an einer Kartuschenwaschanlage. Also ich muss hier öfter mal was Englisches vorlesen, aber dieses war auch schon schwierig. Die Gutachter waren Herr Professor Dr. Rudolf Mecke und Diplom-Ingenieur Carsten Kiel. Der Preisträger hat sich sicherlich schon erkannt und eben durfte ich ihn hier schon vorne sehen. Preisträger und Verfasser der Arbeit ist Tobias Niemand. Die herausragende Masterarbeit wurde von Sandra Litz im Masterstudiengang Technisches Innovationsmanagement verfasst. Das Thema der Arbeit lautet Vorhersage von Aktienkursen mit Hilfe rekurrenter neuronaler Netze. Sprachlich einfacher, aber inhaltlich ebenso komplex. Gutachter der Arbeit waren Professor Dr. Stoltenburg und Professor Dr. Leich. Bei der Dekanin des Fachbereichs AI, Frau Professorin Dr. Andrea Heilmann, möchte ich mich ganz herzlich bedanken, stellvertretend für die gesamte Auswahlkommission, die am 6. November tagte und uns die Vorschläge für die Preisverleihung des Förderpreises der Hochschule Harz sehr fundiert und sachlich ausführlich dargestellt hat. Vielen Dank. So, Herr Niemand ist hier schon zugegen und Frau Litz ist im Anmarsch. Herzlichen Glückwunsch. Und damit können wir jetzt zur Auszeichnung schreiten.
nein, nein. Es gehört sich nicht, dass wir hier vorne so lachen und schmunzeln. Wir haben uns eben etwas amüsiert, weil Herr Professor Roland gleich so wunderbare Vorschläge gemacht hat, wie man die Aktiengewinne umsetzen kann, zum Beispiel in Deutschlandstipendien. Und das ist natürlich eine sehr gute Idee. Wir kommen zum nächsten Preis, der vergeben wird. Es ist der Walter-Giesler-Preis des Vereins der Freunde des Fachbereichs Automatisierung und Informatik. Und ich bitte nach vorn Herrn Professor Sigurd Gunther und den Sponsor des diesjährigen Preises als Vertreter Herrn Lothar Senzig. Liebe Absolventinnen und Absolventen, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Gäste. Der Verein Freunde des Fachbereiches Automatisierung und Informatik vergibt jedes Jahr den Walter-Giesler-Preis, der nach dem Gründungsdekan des Fachbereichs benannt wurde. In diesem Jahr konnten wir wieder zwei Preise vergeben, dank der Unterstützung aus der regionalen Industrie. Ein Preis geht an Tanja Wittke für die Bachelorarbeit Erkennung von Regionen und Engpässen in Spielfeldern des Echtzeitstrategiespiels Iron Harvest. Die Studenten möglicherweise kennen dieses Spiel. Betreuer waren Professor Ackermann und Professor Singer. Das Thema ist im Umfeld der künstlichen Intelligenz, ein Modethema kann man fast sagen, aber etwas, was es in sich hat, anzusiedeln. Es ging um das maschinelle Lernen, um die Wegesuche im Gelände zu optimieren. Und da das in Echtzeit passieren muss, muss natürlich dort geschickt vorgegangen werden. Und Frau Wittke hat also Algorithmen hier zur Optimierung der Suche nach den entsprechenden Lösungen gefunden, die mit geringem Ressourcenverbrauch gearbeitet haben. Die Arbeit finden die Gutachter und auch die Kommission hat im Grunde Masterniveau. Der zweite, leider konnte Frau Wittke heute nicht kommen. Der zweite Preis geht an Oliver Otto für die Masterarbeit Analyse von Smartphone-Sensordaten mit rekurrenten neuronalen Netzen zur Klassifikation von Fahrmanövern. Auch hier merkt man schon am Namen, es geht um künstliche Intelligenz. Mit einem Smartphone werden mit relativ einfachen Sensoren Daten aufgenommen und mithilfe dieser neuronalen Netze sollte also erkannt werden, was für ein Fahrmanöver der Fahrer gerade macht, um das später geschickt für die Aufmerksamkeitssteuerung und ähnliche Dinge benutzen zu können. Herr Otto ist jetzt Mitarbeiter im Projekt Digitales Netzwerk Nahversorgung an der Hochschule, bleibt also der Region erhalten. Frau Wittke ist übrigens bei einem beim Graduiertenprogramm bei der Firma Ubisoft angenommen worden und wie ich vorhin erfahren habe, von ungefähr 4000 Bewerbern haben es 12 geschafft. Zwei, und zwar die beiden Deutschen, die in der deutschen Niederlassung das machen, kommen aus der Hochschule Harz. Also das ist schon bemerkenswert. Das Preisgeld wird dieses Jahr gesponsert von der Firma CG Drives Germany, ehemals Emotron. Und diese Firma ist also Anbieter von Automatisierungslösungen. Es besteht eine jahrelange enge Bindung zum Fachbereich über Bachelorarbeiten, über Deutschlandstipendium und auch im Beirat des Studiengangs Smart Automation. Es gibt eine ganze Reihe von Mitarbeitern, die von unserem Fachbereich kommen. Und ich möchte mich im Namen des Vorstandes recht herzlich bei Herrn Senzig bedanken und bitte ihn zur Übergabe des Preises an Herrn Otto mit nach vorn. Ja, der Preisregen geht weiter. Es ist schon wirklich eine gute Tradition, dass jährlich auch der Zerchau-Förderpreis
vergeben wird. Und für diesen Preis bitte ich die beiden Vertreterinnen, Frau Stefanie Ebel und Frau Stefanie Hellbach, nach vorne. Sehr geehrter Herr Professor Roland, sehr geehrte Frau Professor Dr. Heilmann, sehr geehrte Damen und Herren und nicht zu vergessen, unsere Hauptakteure des heutigen Tages, liebe Absolventinnen und Absolventen. Ich freue mich, heute anlässlich Ihrer Exmatrikulationsfeier den Färcher Förderpreis an ein Mitglied aus Ihren Reihen verleihen zu dürfen. Meine Kollegin Frau Hellbach und mich freut dies als Absolventinnen Ihrer Hochschule immer ganz besonders. Der Färcher Förderpreis ist eine Institution in unserem Unternehmen seit 2004. Mit ihm möchten wir herausragende Leistungen im Engineering auszeichnen. An Ihrer Hochschule dürfen wir Ihnen in diesem Jahr zum 7. Mal im Fachbereich Automatisierung und Informatik an den besten Absolventen oder die beste Absolventin verleihen. Wir freuen uns hierbei sehr über die fortgesetzt gute Zusammenarbeit mit Ihrem Fachbereich in den vergangenen Jahren. Liebe Absolventinnen und Absolventen, in den vergangenen Jahren haben Sie viel Zeit in Hörsälen, Laboren, Projektgruppen und auch mit dem Lernen alleine zu Hause verbracht. Sie haben sich theoretisches Fachwissen und praktisches Handwerkszeug angeeignet, um zukünftig im breiten Feld der Automatisierung und IT-Landschaft kreativ tätig zu werden. Mit dem Studienabschluss in der Tasche startet nun Ihre berufliche Laufbahn. Sie werden Verantwortung übernehmen, Ihre beruflichen Ziele verfolgen und als gut ausgebildete Fachkräfte mithelfen, Unternehmen und somit im weiteren Rahmen auch unser Land voranzubringen. Sicher werden sich nicht alle Ihre Ziele oder Träume erfüllen, im gleichen Maß werden aber immer wieder neue Perspektiven und Ideen hinzukommen. Wer weiß, wo es Sie eines Tages hin verschlagen wird, aber an Ihre Zeit hier an der Hochschule werden Sie als Ausgangspunkt all dessen immer sicher wieder zurückdenken. Das kann ich Ihnen aus eigener Erfahrung auch bestätigen. Auch wenn wir den Förderpreis bereits seit vielen Jahren hier an der Hochschule verleihen und auch regelmäßig auf Firmenkontaktmessen und in Bewerbungstrainings auf dem Campus anzutreffen sind, möchte ich natürlich gerne noch ein paar Worte zu unserem Unternehmen verlieren. Die Firma Färcher besteht in Deutschland seit nun mittlerweile 53 Jahren. Angefangen als Ingenieurbüro in Gummersbach im Bergischen Land, haben wir uns in den vergangenen Jahrzehnten zu einem der führenden Ingenieurdienstleister entwickelt. Auch heute noch sind wir ein inhabergeführtes Familienunternehmen, inzwischen in der zweiten Generation. Mit dem heutigen Stand finden Sie uns in über 100 Niederlassungen und Standorten und in technischen Büros überall in Deutschland, Österreich und auch an anderen europäischen Standorten. Dort entwickeln inzwischen über 8.400 Ingenieure, IT-Consultants und Techniker täglich Engineering-Leistungen für unsere Kunden. Ob beim Kunden vor Ort oder auch in unseren eigenen technischen Büros, wie bei uns in Magdeburg, bieten wir technisches Know-how sowohl für kleine und mittelständische Unternehmen bis hin zu bekannten Konzernen. Mit unseren Kollegen aus der Niederlassung Magdeburg betreuen wir dabei branchenübergreifend Kunden aus dem Raum Sachsen-Anhalt. Mit unseren Mitarbeitern bieten wir der regionalen Wirtschaft spezialisiertes Know-how, um gemeinsam Projekte zum Erfolg zu führen. Wir freuen uns, dass wir auch von Ihrer Hochschule des Öfteren schon Absolventen für uns gewinnen konnten. Ja, nun möchte ich aber zum eigentlichen Anlass meiner Rede kommen und Ihnen den Preisträger unseres diesjährigen Förderpreises vorstellen. Unser Kandidat hat in den vergangenen Jahren das Bachelorstudium des Wirtschaftsingenieurwesens erfolgreich absolviert. Während des Studiums hat er auch immer wieder über den Tellerrand des Studierens hinausgeblickt und sich als Tutor im Fach Elektrotechnik engagiert und internationale Studierende aus China bei der Integration in den deutschen Studienalltag begleitet. Auch nach dem Bachelor ist er der Hochschule treu geblieben und hat sich an das Masterstudium des technischen Innovationsmanagements herangewagt. Seine Bachelorarbeit hat er im Automotive-Umfeld erstellt und hierbei ein Konzept zur Automatisierung der Bedienertätigkeit an einer Produktionslinie entwickelt. Die Arbeit wurde mit einer herausragenden 1,0 benotet und er konnte damit sein Studium mit der tollen Gesamtleistung von einer Note 1,25 abschließen. Ja, unser Kandidat hat sich vermutlich auch schon selber erkannt. Ich glaube, ich sehe ihn da hinten auch schon sitzen.
Für Sie möchte ich jetzt die Spannung natürlich auflösen und dem besten Absolventen Ihres Fachbereichs, Herrn Florian Hellmund, zu seinem hervorragenden Abschluss und seinen hervorragenden Leistungen gratulieren und würde Sie jetzt auch nach vorne bitten. Und ja, genau. Ja. Wir hoffen, dass Sie Ihr Wissen und Ihr Können in einem Wirkungsfeld später dann einsetzen können, wenn Sie dann auch noch Ihren Master geschafft haben, was Ihren Vorstellungen entspricht. Ich freue mich, dass Sie die Zukunft unserer Branche auch mitgestalten werden. Und bei Ferchow werden Sie auf jeden Fall herzlich willkommen. Der letzte Preis und ein Preis, der erstmalig in diesem Rahmen verliehen wird, ist der Preis des Solar, HSH Solar e.V., der für eine herausragende Abschlussarbeit im Bereich des Umwelt- und Klimaschutzes verliehen wird. Und die Preisübergabe erfolgt durch den Vereinsvorsitzenden, Herrn Professor Johannes Krauser. Ja, meine Damen und Herren, liebe Gäste und natürlich vor allem liebe Absolventinnen und Absolventen, ich möchte Sie recht herzlich begrüßen. Erschrecken Sie nicht, wenn jetzt plötzlich Ihr alter Physikprof hier vorne steht. Ich habe schon ein paar Reihen gesehen, die mich kennen werden. Es gibt keine weiteren Fragen mehr, keine Klausur. Kein Praktikum ist nachzuholen. Ich stehe heute hier als Vorsitzender des HSH Solar e.V. Wir sind ein Verein, schon seit etlichen Jahren an der Hochschule tätig, ich glaube 2011 gegründet, hochschulweit, nicht nur im Fachbereich AI tätig. Wir haben Kollegen, Kolleginnen und Studenten, Studentinnen im Verein aus allen, na, ich muss sagen, leider zwei Fachbereichen nur hier in Wernigerode. Und wir zeichnen jedes Jahr eine herausragende oder auch zwei herausragende Arbeiten auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit der Umwelttechnik aus. Dieses Jahr trifft es einen Studenten aus dem Fachbereich AI, deshalb bin ich heute hier bei der feierlichen Exmatrikulation. Und die Arbeit, um die es geht, ist eine Masterarbeit und der Verfasser ist Herr Jannik Ricke. Betreut haben seine Arbeit Frau Prof. Dr. Heilmann und Herr Prof. Dr. Mecke. Und das Thema lautete: Szenariobasierte Infrastrukturplanung zur Energieübertragung am Beispiel eines Modells für die Elektrifizierung des gewerblichen Güterkraftverkehrs. Schön deutsch, hört sich auch deutsch gut an, hätte man sicher auch übersetzen können, aber so ist es für mich einfacher. Ich verliere ein paar Worte über die Arbeit, damit Sie einen kleinen Einblick bekommen. Herr Rieke bearbeitet in der Arbeit ein Thema, welches eine hohe gesellschaftliche und wissenschaftliche Aktualität besitzt. Bedingt durch die großen Herausforderungen der Transformation hin zu einer klimafreundlichen Gesellschaft ist die Wissenschaft gefordert, wirtschaftliche und klimafreundliche Lösungen gemeinsam mit Praxispartnern in unterschiedlichen Sektoren zu entwickeln. Herr Ricke fokussiert in seiner Arbeit auf die Möglichkeiten der Elektrifizierung des Güterverkehrs, was bislang im Vergleich zur Elektrifizierung des Personenverkehrs trotz erheblichen Potenzials eine nachrangige Rolle spielt. Herr Ricke entwickelte im Rahmen der Masterarbeit drei verschiedene Szenarien für die zukünftige Entwicklung, welche nachvollziehbar begründet werden. Darauf aufbauend werden Konzepte für eine Ladeinfrastruktur für elektrisch betriebene LKWs entwickelt, welche sowohl die Anschlussleistung und die Ausgestaltung der Parkplätze als auch deren räumliche Verteilung berücksichtigen. Zusammenfassend wird der Nachweis erbracht, dass nur das Zusammenspiel von technologischen Entwicklungen, Infrastruktur sowie der Akzeptanz eines solchen Geschäftsmodells zur weiteren Verbreitung der Elektromobilität im Güterverkehr beitragen kann. Beide Gutachter, das war Frau Prof. Dr. Heilmann und Herr Prof. Dr. Mecke, haben die
Arbeit mit der bestmöglichen Note bewertet, 1,0, und auch im Kolloquium gab es nur die Bestnoten von beiden Gutachtern. Ich möchte also Herrn Janik Ricke jetzt nach vorne bitten zur Übergabe des Preises. Und es gibt natürlich auch eine Urkunde und es gibt natürlich ein Preisgeld. Vielleicht noch ein kleines Abschlusswort, weil es ja um den Solarverein geht. Das Preisgeld lieferte unsere Solaranlage oben auf dem Dach, die der Verein finanziert, installieren lassen hat. Auch die Energie hier kommt frisch vom Dach. Und heute war so oft die Rede, dass sich alles so schnell ändert. Das betrifft natürlich die Absolventinnen und die Absolventen besonders. Als ich studiert habe, habe ich auf einer Zuse 4 Lochkarten programmiert. Aber zum Glück haben ja viele Physik bei mir gehört und ich kann Ihnen versichern, der Energieerhaltungssatz wird sich nicht verändern. Dankeschön. Bisher haben ältere Herrschaften an jüngeres Publikum gesprochen. Und ich freue mich natürlich, dass es jetzt mal andersrum sein wird und würde für die Sicht der Studenten Frau Saskia Bloh nach vorne bitten. Ja, es ist wirklich sehr hell hier. Sehr geehrte Professoren und Mitarbeiter der Hochschule Harz, liebe Angehörige und Gäste und natürlich liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen. Der Fachbereich hat mich gebeten, stellvertretend für alle Studierenden, die hier heute hier sitzen, ein paar Worte zu sprechen. Und ich möchte Ihnen heute von meiner persönlichen Geschichte mit der Hochschule Harz berichten. Wenn ich auf die Frage, wo ich studiert habe, stolz antworte, Hochschule Harz in Wernigerode, höre ich tatsächlich oft die Frage, Hochschule Harz, wie bist du denn darauf gekommen? Und ganz ehrlich, eigentlich hat mich eine Google-Suche nach den Begriffen Wirtschaftsingenieurwesen, erneuerbare Energien und Studium auf die Homepage der Hochschule Harz geführt. Nach einer kurzen Recherche habe ich mich spontan entschlossen, meine Bewerbung nach Wernigerode zu schicken. Vor der endgültigen Entscheidung für eine Hochschule im Sommer 2014 plante ich einen Kurztrip in den Harz. Schließlich war ich noch nie zuvor in Wernigerode gewesen. Wie war es wohl in dem kleinen Städtchen? Könnte ich mir vorstellen, hier zu studieren? All das waren Fragen, die ich hoffte, an dem Wochenende beantworten zu können. Und ich muss gestehen, bei diesem ersten Besuch habe ich mich einfach schockverliebt. In den grünen Campus, in die kleinen Fachwerkhäuser der Innenstadt und natürlich auch in die Brockenbahn. Ich habe also tatsächlich direkt am nächsten Tag den Mietvertrag für eine Wohnung in Hasserode unterschrieben. Hier nach Wernigerode gebracht hat mich also eigentlich der Zufall, dass ich hier geblieben bin und heute mit Stolz sagen kann, ich habe an der Hochschule Harz in Wernigerode studiert, hat jedoch tiefer liegende Gründe. Begonnen hat meine Zeit in Wernigerode bereits 2 Wochen vor offiziellem Studienbeginn zum Mathe-Vorkurs. Hier traf ich das erste Mal auf meine neuen Kommilitonen. Wirtschaftsingenieure, Automatisierungsingenieure, Informatiker, Medieninformatiker und viele mehr. Wir alle bildeten zusammen den Fachbereich Automatisierung und Informatik, einen von 3 Fachbereichen der Hochschule Harz. Bereits in den ersten Tagen merkte man die familiäre und herzliche Stimmung an der Hochschule. Hier ist man nicht anonym oder einfach einer unter vielen neuen Studenten. Die Studierenden in Wernigerode sind wie eine große Familie. Hier wird jeder Erstsemester herzlich aufgenommen. Mit mir zusammen haben knapp 20 weitere Wirtschaftsingenieure ihr Studium an der Hochschule Harz begonnen. Diese kleine Gruppengröße hatte natürlich nicht immer nur Vorteile. Es haben sich in unserem Jahrgang leider nicht genug Interessierte für alle 3 Vertiefungsrichtungen finden lassen. Und selbstverständlich fällt es dem Professor bei 15 bis 20 Studierenden direkt auf,
wenn nur die Hälfte an einem Donnerstagvormittag um 8 im Mathekurs sitzt. Für mich persönlich war die kleine Gruppengröße allerdings die perfekte Lernumgebung. Wir haben uns von Tag 1 super verstanden und gegenseitig unterstützt. Ob in Laboren, Übungen oder Vorlesungen, wir hatten keinen Kurs, in dem mehr als 50 Studenten saßen und wurden immer persönlich betreut. Auch die Nähe zur Wirtschaft macht die Hochschule Harz für mich zu etwas Besonderem. Externe Professoren aus der Wirtschaft konnten uns den Lernstoff durch reale Beispiele aus der Praxis veranschaulichen und Ausflüge, wie zum Beispiel der zu den Halberstadtwerken, brachte uns die Theorie ein ganzes Stück näher. Ich hatte bereits ziemlich früh eine genaue Vorstellung davon, was ich später einmal studieren möchte. Vielleicht erinnern Sie sich an die Begriffe von Anfang, Wirtschaftsingenieurwesen, erneuerbare Energien, Studium. Und ich habe hier in Wernigerode genau das Studium gefunden, was ich mir immer gewünscht hatte. Als Wirtschaftsingenieure können wir technisches Verständnis perfekt mit wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verbinden. Ergänzt wurden diese Grundlagen durch die Vertiefung in Richtung erneuerbare Energien. Meiner Meinung nach eines der wichtigsten und spannendsten Themen unserer heutigen Zeit. Uns stehen mit diesem Bachelor alle Türen offen, um unsere Kenntnisse in Unternehmen anzuwenden, an Hochschulen zu arbeiten oder unser Wissen durch den ergänzenden Masterstudiengang zu erweitern. Ich persönlich habe mich nach meinem Praktikum in einem Berliner Startup dazu entschieden, erst einmal praktische Arbeitserfahrung zu sammeln und den Ausbau der erneuerbaren Energien aktiv mitzugestalten. Mein Studium befähigt mich jeden Tag, etwas gegen den Klimawandel zu unternehmen. Und darauf bin ich stolz. Doch die Hochschule Harz hat mich noch viel mehr gelehrt. Vielleicht das Wichtigste, was ich hier gelernt habe, steht in keinem Lehrplan. Ich habe hier gelernt, wie wichtig Eigeninitiative und aktives Mitgestalten sind. Es gibt, besonders hier oben in Hasserode, keine großen Clubs, zahlreiche Bars oder sonstiges Entertainment, welches man als Student einfach konsumieren kann. Wenn man etwas erleben will, muss man es hier selbst organisieren. Internationaler Abend, Hochschulkino oder Initiativen-Weihnachtsmarkt sind nur ein paar der wundervollen Aktivitäten, die aus studentischem Engagement entstanden sind. Dass studentisches Engagement an der Hochschule Harz noch weit über das Planen von Partys hinausgeht, durfte ich als Mitglied im Prüfungsausschuss und Senat selbst erleben. Neue Studienordnungen, Prüfungsordnungen oder andere hochschulpolitische Themen. Als studentischer Vertreter konnte ich hier für meine Kommilitonen eintreten und unser Hochschulleben aktiv mitgestalten. Ich habe an der Hochschule Harz gelernt, Initiative zu zeigen und das Hochschulleben aktiv mitzugestalten. Und darauf bin ich stolz. Wir feiern heute hier im Raum 69 Studenten des Fachbereichs Automatisierung und Informatik, die im letzten Jahr ihr Studium an der Hochschule Harz erfolgreich abgeschlossen haben. Stellvertretend möchte ich heute Abend Danke sagen. Danke an die Hochschule Harz und insbesondere den Fachbereich Automatisierung und Informatik für die Gestaltung unseres Studiums und das Schaffen einer produktiven Lernumgebung nah an regionaler Wirtschaft und in kleinen Studiengruppen. Danke an alle Professorinnen und Professoren sowie alle Mitarbeiter der Hochschule für die herzliche und immer persönliche Betreuung. Und natürlich ein ganz großes Dankeschön an alle Kommilitoninnen und Kommilitonen, die hier Initiative gezeigt haben. Gemeinsam unser Hochschulleben aktiv gestaltet und die Hochschule Harz für mich zu etwas ganz Besonderem gemacht haben. Ich bin euch und Ihnen allen dankbar, dass ich mit Stolz sagen kann, ich habe an der Hochschule Harz in Wernigerode studiert. Vielen Dank. So, ich bedanke mich für den Dank und wenn Sie jetzt auf Ihr Programm schauen, dann gibt es eigentlich gar keinen Tagesordnungspunkt, außer noch meine Danksagung. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken an alle, die es möglich gemacht haben, dass wir heute hier im Audimax die feierliche Exmatrikulation feiern können. Ich bedanke mich bei Frau Kielgas, bei Frau Schönebaum, den Mitarbeiterinnen im Dekanat, den Studierenden, die es möglich gemacht haben, wirklich innerhalb einer anderthalb Woche zu entscheiden, den geliebten Rathaussaal zu verlassen und hierher zu gehen. Und es ist meiner Meinung nach eine perfekt organisierte Veranstaltung geworden. Dafür vielen Dank. Ich bedanke mich bei allen aus dem Dezernat Kommunikation und Marketing, die uns hier wirklich wunderbar unterstützt haben. Ich habe den Audimax heute ganz neu kennengelernt. Also so stimmungsvoll habe ich ihn noch nie erlebt. Also vielen Dank für alle Unterstützung, die ihr uns gegeben habt, dass wir hier diese Veranstaltung durchführen konnten. Applaus
Und ich bedanke mich natürlich bei den Sponsoren, dem Verein der Freunde des Fachbereichs Automatisierung und Informatik und dem Hochschule Harz Alumni e.V., die uns, und jetzt kommt der nächste Programmpunkt, auch ermöglichen, dass wir jetzt im Nachgang zu dieser Veranstaltung noch draußen ganz gemütlich beieinander stehen können, Geschichten über das Studium austauschen können oder auch über die Pläne für die Zukunft sprechen können. Dafür meinen herzlichen Dank, dass das ermöglicht wird. Damit die Erinnerungen noch möglichst langfristig erhalten bleiben, gibt es jetzt noch ein Fotoprogramm. Und die Organisation dieser weiteren Aktivitäten inklusive der Werbung für die Alumni-Datenbank, dafür übergebe ich jetzt an Moritz Peters. Ja, liebe Festgemeinde, keine Panik, ich fasse mich kurz. Ich wollte nur noch mal sagen, vielen Dank, dass ich hier sprechen darf. Und Frau Heimann hat es ja schon angekündigt, wir sehen uns hoffentlich alle am 13. Juni des kommenden Jahres wieder. Damit Sie natürlich auch wissen, wann die anderen Campusfieber in den folgenden Jahren stattfinden, könnte es unter Umständen hilfreich sein, sich im Alumni-Portal der Hochschule Harz anzumelden. Dazu haben Sie heute die Gelegenheit und können noch ein paar tolle Giveaways mitnehmen. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wir feiern ja heute ja eine Art Premiere, zum allerersten Mal feierliche Exmatrikulation im Audimax. Jetzt beim Gruppenfoto müssen wir deshalb mal ausprobieren, wie das mit den Fotos so ist. Daher würde ich die Absolventinnen und Absolventen bitten, durch diese Tür den Audimax zu verlassen und die anderen Gäste können hier sich direkt zum Sektempfang begeben. Wir haben eine Fototreppe aufgebaut, dort bitte aufbauen und dann nicht gleich zum Sektempfang rennen, sondern vor die Glasfront positionieren. Dann versuchen wir von der Empore herab auch noch ein zweites Gruppenfoto zu machen. So, das jetzt erstmal zur Organisation. Vielen lieben Dank für die Aufmerksamkeit und dann noch ein schönes, schönen Sektempfang mit tollen, inspirierenden Gesprächen. Vielen lieben Dank. Danke.